Thank you very much. Ich danke Thank Ihnen you. Vielmals. Thank you. Mr. Governor, Mayor, Mr. Chancellor, Excellencies, you ladies and gentlemen, it was one of Germany's greatest sons, Goethe, who said that there is strong shadow where there is much light. In our times, Berlin, more than any other place in the world, is such a meeting place of light and shadow, tyranny and freedom. To be here is truly to stand on freedom's edge and in the shadow of a wall that has come to symbolize all that is darkest in the world today. To sense how shining and priceless and how much in need of constant vigilance and protection our legacy of liberty is. This day marks a happy return for us. We paid our first visit to this great city more than 3 years ago as private citizens. Herr Regierender Bürgermeister, Herr Bundeskanzler, Exzellenzen, meine Damen und Herren. Es war einer der größten Söhne Deutschlands, Goethe, der gesagt hat, wo viel Licht ist, ist starker Schatten. In unseren Zeiten ist Berlin mehr als jeder andere Ort der Welt ein solcher Treffpunkt von Licht und Schatten, Tyrannei und Freiheit. Hier in Berlin zu sein, heißt wahrhaftig am Rande der Freiheit und im Schatten einer Mauer zu stehen, die zum Symbol der schwärzesten Schatten in der heutigen Welt geworden ist, und zu spüren, wie leuchtend und unbezahlbar unser Erbe der Freiheit ist und wie sehr sie der ständigen Wachsamkeit und des ständigen Schutzes bedarf. Dieser Tag bedeutet für mich eine glückliche Rückkehr. Wir starteten dieser großen Stadt vor über 3 Jahren als Privatbürger unseren ersten Besuch ab. As with every other citizen to Berlin or visitor to Berlin, I came away with a vivid impression of a city that is more than a place on the map, a city that is a testament to what is both most inspiring and most troubling about the time we live in. Thomas Mann once wrote that a man lives not only his personal life as an individual, but also consciously or unconsciously the life of his epoch. Nowhere is this more true than in Berlin, where each moment of everyday life is spent against the backdrop of contending global systems and ideas. To be a Berliner is to live the great historic struggle of this age, the latest chapter in man's timeless quest for freedom. Und wie jeder andere Berlin-Besucher kehrte ich mit dem lebendigen Eindruck einer Stadt nach Hause zurück, die mehr ist als nur ein Punkt auf der Landkarte. Eine Stadt, die ein bleibendes Zeugnis beider Seiten unserer Zeit darstellt. Das, was uns am meisten erhebt und das, was uns am meisten bedrückt. Thomas Mann schrieb einmal, der Mensch lebt nicht nur sein persönliches Leben als Einzelwesen, sondern bewusst oder unbewusst auch das seiner Epoche und Zeitgenossenschaft. Nirgendwo gilt dies mehr als in Berlin, wo jeder Augenblick des täglichen Lebens vor dem Hintergrund konkurrierender Weltsysteme und Ideen stattfindet. Ein Berliner zu sein, heißt in dem großen historischen Kampf dieses Zeitalters, dem jüngsten Kapitel im zeitlosen Streben des Menschen nach Freiheit zu leben. As Americans, we understand this. Our commitment to Berlin is a lasting one. Thousands of our citizens have served here since the first small contingent of American troops arrived on July 4th, 1945, the
the anniversary of our independence as a nation. Americans have served here ever since, not as conquerors, but as guardians of the freedom of West Berlin and its brave, proud people. Als Amerikaner verstehen wir dies. Unsere Verpflichtung gegenüber Berlin ist eine dauerhafte Verpflichtung. Tausende unserer Bürger haben hier Dienst getan, seit das erste kleine Kontingent amerikanischer Truppen am 4. Juli 1945, dem Jahrestag unserer eigenen Unabhängigkeit als Nation, hier eingetroffen sind. Seither haben Amerikaner ständig hier Dienst getan, nicht als Eroberer, sondern als Hüter der Freiheit Westberlins und seiner tapferen und stolzen Einwohner. Today I want to pay tribute to my fellow countrymen, military and civilian, who serve their country and the people of Berlin, and in so doing stand as sentinels of freedom everywhere. I also wish to pay my personal respect to the people of this great city. My visit here today is proof that this American commitment has been worthwhile. Our freedom is indivisible. Heute möchte ich meinen amerikanischen Mitbürgern im militärischen und im zivilen Bereich, die den USA und der Bevölkerung von Berlin und damit als Schildwache der Freiheit für alle dienen, meinen Lob und meinen Dank aussprechen. The American commitment to Berlin is much deeper than our military presence here. In the 37 years since World War II, a succession of American presidents has made it clear that our role in Berlin is emblematic of our larger search for peace throughout Europe and the world. 10 years ago this month, that search brought into force the Quadripartite Agreement on Berlin. A decade later, West Berliners live more securely, can travel more freely, and most significantly, have more contact with friends and relatives in East Berlin and East Germany than was possible 10 years ago. These achievements reflect the realistic approach of Allied negotiators who recognize that practical progress can be made even while basic differences remain between East and West. Ich möchte auch der Bevölkerung dieser großen Stadt meine persönliche Hochachtung ausdrücken. Mein heutiger Besuch hier ist Beweis dafür, dass sich diese amerikanische Verpflichtung gelohnt hat. Unsere Freiheit ist unteilbar. Die amerikanische Verpflichtung geht weit tiefer als unsere militärische Präsenz. In den 37 Jahren seit Ende des Zweiten Weltkriegs haben amerikanische Präsidenten immer wieder klargemacht, dass unsere Rolle in Berlin Sinnbild für unser gesamtes Streben nach Frieden in ganz Europa und in der Welt ist. Es ist diesen Monat 10 Jahre her, seit dieses Streben zum Inkrafttreten des Vier-Mächte-Abkommens für Berlin geführt hat. Heute, ein Jahrzehnt später, leben die Westberliner sicherer, können freier reisen und haben, was noch wichtiger ist, mehr Kontakte zu Freunden und Verwandten in Ostberlin und in Ostdeutschland, als dies vor 10 Jahren möglich war. Diese Ergebnisse spiegeln die realistische Einstellung der alliierten Unterhändler wider, die erkannten, dass praktischer Fortschritt erzielt werden kann, selbst wenn grundlegende Unterschiede zwischen Ost und West bestehen bleiben. As a result, both sides have managed to handle their differences in Berlin without the clash of arms, to the benefit of all mankind. The United States remains committed to the Berlin Agreement. We will continue to expect strict observance and full implementation in all aspects of this accord, including those which apply to the eastern sector of Berlin. But if we are heartened by the partial progress achieved in Berlin, other developments make us aware of the growing military power and expansionism of the Soviet Union. Instead of working with the West
to reduce tensions and erase the danger of war. The Soviet Union is engaged in the greatest military buildup in the history of the world. It has used its newfound might to ruthlessly pursue its goals around the world. Als Ergebnis ist es beiden Seiten gelungen, ihre Differenzen in Berlin zum Segen der ganzen Menschheit ohne einen bewaffneten Zusammenstoß zu regeln. Die Vereinigten Staaten bleiben dem Berlin-Abkommen verpflichtet. Wir werden weiterhin die strikte Einhaltung und volle Verwirklichung aller Aspekte dieses Abkommens erwarten, einschließlich jener, die für den Ostsektor Berlins gelten. Obwohl wir über den in Berlin erreichten teilweisen Fortschritt erfreut sind, so lassen uns aber andere Entwicklungen der zunehmenden militärischen Macht und des Expansionismus der Sowjetunion bewusst werden. Statt mit dem Westen daran zu arbeiten, Spannungen abzubauen, um die Kriegsgefahr zu beseitigen, hat die Sowjetunion die größte militärische Aufrüstung in der Weltgeschichte unternommen. Sie hat ihre neu gewonnene Macht dazu benutzt, rücksichtslos ihre Ziele in der ganzen Welt zu verfolgen. As the sad case of Afghanistan proves, the Soviet Union has not always respected the precious right of national sovereignty it is committed to uphold as a signatory of the United Nations Charter. And only one day's auto ride from here, in the great city of Warsaw, a courageous people suffer because they dared to strive for the very fundamental human rights which that Helsinki Final Act proclaimed. The citizens of Free Berlin appreciate better than anyone the importance of Allied unity in the face of such challenges. 10 years after the Berlin Agreement, the hope it engendered for lasting peace remains a hope rather than a certainty. But the hopes of free people, be they German or American, are stubborn things. Wie das traurige Beispiel Afghanistans beweist, hat die Sowjetunion keineswegs immer das kostbare Recht der nationalen Souveränität respektiert. Das zu bewahren, sie als Signatarstaat der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet ist. Und nur eine Tagereise mit dem Auto von hier, in der großen Stadt Warschau, leidet ein mutiges Volk, weil es gewagt hat, nach den grundlegendsten Menschenrechten zu streben, die in jener Schlussakte von Helsinki verkündet werden. Die Bürger des freien Berlin wissen die Bedeutung der Einheit des Bündnisses angesichts solcher Herausforderungen besser zu schätzen als irgendjemand sonst. 10 Jahre nach dem Berlin-Abkommen ist die Hoffnung auf dauerhaften Frieden, die es geweckt hat, mehr eine Hoffnung als eine Gewissheit geblieben. Aber die Hoffnungen freier Menschen, seien sie Deutsche oder Amerikaner, sind sehr schwer zu ersticken. We will not be lulled or bullied into fatalism, into resignation. We believe that progress for just and lasting peace can be made, that substantial areas of agreement can be reached with potential adversaries when the forces of freedom act with firmness, unity, and a sincere willingness to negotiate. To succeed at the negotiating table, we allies have learned that a healthy military balance is a necessity. Yesterday, the other NATO heads of government and I agreed that it is essential to preserve and strengthen such a military balance. And let there be no doubt, the United States will continue to honor its commitment to Berlin. Wir werden uns nicht in Fatalismus oder in Resignation hineinreden oder hineinzwingen lassen. Wir sind der Überzeugung, dass Fortschritt zu einem gerechten und dauerhaften Frieden erzielt werden kann.
dass wesentliche Gebiete der Übereinstimmung mit potenziellen Gegnern gefunden werden können. Wenn die Kräfte der Freiheit mit Festigkeit und Einigkeit handeln und mit ernsthaftem Verhandlungswillen vorgehen. Wir Verbündete haben gelernt, dass ein gesundes militärisches Gleichgewicht notwendig ist, um am Verhandlungstisch Erfolg zu haben. Gestern sind die anderen Regierungschefs der NATO und ich übereingekommen, dass es wesentlich ist, ein solches militärisches Gleichgewicht zu erhalten und zu stärken. Und hieran soll niemand zweifeln. Die Vereinigten Staaten werden weiterhin ihre Verpflichtung gegenüber Berlin einhalten. Our forces will remain here as long as necessary to preserve the peace and protect the freedom of the people of Berlin. For us, the American presence in Berlin, as long as it is needed, is not a burden. It is a sacred trust. Ours is a defensive mission. We pose no threat to those who live on the other side of the wall, but we do extend a challenge, a new Berlin initiative to the leaders of the Soviet bloc. It is a challenge for peace. We challenge the men in the Kremlin to join with us in the quest for peace, security, and a lowering of the tensions and weaponry that could lead to future conflict. We challenge the Soviet Union, as we proposed last year, to eliminate their SS-20, SS-4, and SS-5 missiles. If Chairman Brezhnev agrees to this, we stand ready to forego all of our ground-launched cruise missiles and Pershing 2 missiles. Unsere Streitkräfte werden so lange hier bleiben, wie notwendig, um den Frieden zu erhalten und die Freiheit der Bevölkerung von Berlin zu schützen. Für uns ist die amerikanische Präsenz in Berlin, solange sie notwendig ist, keine Last, sondern eine unumstößliche Verpflichtung. Unser Auftrag hier ist ein Verteidigungsauftrag. Wir stellen keine Bedrohung für jene Menschen dar, die auf der anderen Seite der Mauer leben. Ich möchte die Führer des Sowjetblocks zu etwas herausfordern, einer neuen Berlin-Initiative. Sie ist eine Aufforderung zum Frieden. Wir fordern Sie auf, sich uns anzuschließen in unseren Bemühungen um den Frieden, die Sicherheit und den Abbau der Spannungen und derjenigen Waffenarsenale, die zu einem künftigen Konflikt führen könnten. Wir fordern die Sowjetunion auf, wie wir es im vorigen Jahr vorgeschlagen haben, ihre SS-20, SS-4 und SS-5-Raketen abzubauen. Wenn Präsident Brezhnev dem zustimmt, sind wir bereit, auf alle unsere landgestützten Marschflugkörper und Pershing-2-Raketen zu verzichten. We challenge the Soviet Union, as NATO proposed yesterday, to slash the conventional ground forces of the Warsaw Pact and NATO in Central Europe to 700,000 men each, and the total ground and air forces of the two alliances to 900,000 men each. And we challenge the Soviet Union to live up to its signature, its leader placed on the Helsinki Treaty, so that the basic human rights of Soviet and Eastern European people will be respected. A positive response to these sincere and reasonable points from the Soviet, these calls for conciliation instead of confrontation, could open the door for a conference on disarmament in Europe. Wir fordern die Sowjetunion, wie die NATO gestern vorgeschlagen hat, auf, die konventionellen Landstreitkräfte des Warschauer Paktes und der NATO in Mitteleuropa auf jeweils 700.000 Mann zu verringern und die Gesamtstärke der Land- und Luftstreitkräfte der beiden Bündnisse auf jeweils 900.000 Mann. Und wir fordern die Sowjetunion auf, sich an das zu halten, was ihre Führer durch ihre Unterschrift in Helsinki bestätigt haben, nämlich,
die grundlegenden Menschenrechte des sowjetischen Volkes und der osteuropäischen Völker zu achten. Eine positive Antwort der Sowjets auf diese ernsthaften, ausgewogenen Vorschläge, diesen Appell zur Versöhnung statt zur Konfrontation, könnte die Tür zu einer Konferenz über Abrüstung in Europa öffnen. We Americans are optimists, but we are also realists. We're a peaceful people, but we're not a weak or gullible people. So we look with hope to the Soviet Union's response, but we expect positive actions rather than rhetoric as the first proof of Soviet good intentions. We expect that the response to my Berlin Initiative for Peace will demonstrate finally that the Soviet Union is serious about working to reduce tensions in other parts of the world as they have been able to do here in Berlin. Peace, it has been said, is more than the absence of armed conflict. Reducing military forces alone will not automatically guarantee the long-term prospects for peace. Wir Amerikaner sind Optimisten, aber wir sind auch Realisten. Wir sind friedfertige Menschen, aber schwach oder leichtgläubig sind wir nicht. Wir sehen also mit Hoffnung der Antwort der Sowjetunion entgegen, aber wir erwarten positive Handlungen, nicht bloße Worte, als ersten Beweis der guten Absichten der Sowjets. Wir erwarten, dass die Antwort auf meine Berliner Friedensinitiative endlich den Beweis dafür liefern wird, dass die Sowjetunion ernsthaft mitarbeiten will, die Spannungen in anderen Teilen der Welt abzubauen, wie sie dazu hier in Berlin fähig war. Frieden, so heißt es, ist mehr als nur Abwesenheit eines bewaffneten Konflikts. Eine Verringerung der Streitkräfte allein wird nicht automatisch die langfristigen Aussichten auf Frieden garantieren. Several times in the 1950s and 60s, the world went to the brink of war over Berlin. Those confrontations did not come because of military forces or operations alone. They arose because the Soviet Union refused to allow the free flow of peoples and ideas between East and West. And they came because the Soviet authorities and their minions repressed millions of citizens in Eastern Germany who did not wish to live under a communist dictatorship. So I want to concentrate the second part of America's new Berlin Initiative on ways to reduce the human barriers. Barriers as bleak and brutal as the Berlin Wall itself, which divide Europe today. In den 50er und 60er Jahren ist die Welt für Berlin mehrmals bis an den Rand des Krieges gegangen. Streitkräfte oder militärische Bewegungen allein führten nicht zu jenen Konfrontationen. Sie entstanden, weil sich die Sowjetunion weigerte, den freien Fluss von Menschen und Ideen zwischen Ost und West zuzulassen. Und sie entstanden, weil die sowjetischen Behörden und ihre Günstlinge Millionen von Bürgern in Ostdeutschland unterdrückten, die nicht unter einer kommunistischen Diktatur leben wollten. So möchte ich mich im zweiten Teil der neuen Berlin-Initiativen Amerikas auf Mittel und Wege konzentrieren, die menschlichen Schranken abzubauen, Schranken so trostlos und brutal wie die Berliner Mauer selbst, Schranken, die heute Europa trennen. If I had only one message to urge on the leaders of the Soviet bloc, it would be this. Think of your own coming generations. Look with me 10 years into the future when we will celebrate the 20th anniversary of the Berlin Agreement. What then will be the fruits of our efforts? Do the Soviet leaders want to be remembered for a prison wall ringed with barbed wire and armed guards whose weapons are aimed at innocent civilians, their own civilians? Do they want to conduct themselves in a way that will earn only the contempt of free peoples and the distrust of their own citizens? Or do they want to be remembered for having taken up our offer to use Berlin as a starting point
for true efforts to reduce the human and political divisions which are the ultimate cause of every war. Wenn ich den Führern des Sowjetblocks nur eine Botschaft ans Herz zu legen hätte, dann wäre es diese. Denkt an eure eigenen künftigen Generationen. Blickt mit mir 10 Jahre in die Zukunft, wenn wir den 20. Jahrestag des Berlin-Abkommens feiern werden. Was werden dann die Früchte unserer Bemühungen sein? Was wollen die sowjetischen Führer dann als ihr Denkmal sehen? Eine Gefängnismauer, umringt von Stacheldraht und bewaffneten Posten, deren Waffen auf unschuldige Zivilisten gerichtet sind, ihre eigenen Bürger? Wollen sie sich weiterhin so verhalten, dass sie nur die Verachtung freier Menschen und das Misstrauen ihrer eigenen Bürger ernten werden? Oder wollen sie, dass man sich ihrer erinnert, weil sie unser Angebot angenommen haben, Berlin als einen Ausgangspunkt für echte Anstrengungen zum Abbau der menschlichen und politischen Spaltungen zu benutzen, die die letztliche Ursache jedes Krieges sind? We in the West have made our choice. America and our allies welcome peaceful competition in ideas, in economics, and in all facets of human activity. We seek no advantage, we covet no territory, and we wish to force no ideology or way of life on others. The time has come, 10 years after the Berlin Agreement, to fulfill the promise it seemed to offer at its dawn. I call on General or President Brezhnev to join me in a sincere effort to translate the dashed hopes of the 1970s into the reality of a safer and freer Europe in the 1980s. I am determined to assure that our civilization averts the catastrophe of a nuclear war. Wir im Westen haben unsere Wahl getroffen. Amerika und seine Verbündeten bieten schien. Ich fordere Präsident Brezhnev auf, sich mir in einer ernsthaften Bemühung anzuschließen, die enttäuschten Hoffnungen der 70er Jahre in die Wirklichkeit eines sichereren und freieren Europas der 80er Jahre umzusetzen. Ich bin entschlossen, alles nur Mögliche zu tun, unserer Zivilisation die Katastrophe eines Atomkriegs zu ersparen. Stability depends primarily on the maintenance of a military balance which offers no temptation to an aggressor. And the arms control proposals which I have made are designed to enhance deterrence and achieve stability at substantially lower and equal force levels. At the same time, other measures might be negotiated between the United States and the Soviet Union to reinforce the peace and help reduce the possibility of a nuclear conflict. These include measures to enhance mutual confidence and to improve communication both in time of peace and in a crisis. Past agreements have created the hotline between Moscow and Washington, established measures to reduce the danger of nuclear accidents, and provided for notification of some missile launches. We are now studying other concrete and practical steps to help further reduce the risk of a nuclear conflict, which I intend to explore with the Soviet Union. It is time we went further to avert the risk of war through accident or misunderstanding. Stabilität hängt in erster Linie von der Aufrechterhaltung eines militärischen Gleichgewichts ab, das einen Aggressor nicht in Versuchung führt. Und die Rüstungskontrollvorschläge, die ich gemacht habe, dienen dazu, die Abschreckung zu stärken und Stabilität auf einem wesentlich niedrigeren und gleichen Stand der Streitkräfte zu erreichen. Gleichzeitig könnte zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion über andere Maßnahmen verhandelt werden, die den Frieden stärken und dazu beitragen, die Möglichkeit eines nuklearen Konflikts zu verringern.
Dazu gehören Maßnahmen zur Förderung des gegenseitigen Vertrauens und zur Verbesserung der Kommunikation sowohl in Friedens- wie in Kriegszeiten. Frühere Abkommen haben den heißen Draht zwischen Moskau und Washington geschaffen. Maßnahmen zur Verringerung der Gefahr eines unbeabsichtigten Ausbruchs eines Kernwaffenkrieges eingeführt und die Ankündigung bestimmter Raketenstarts vorgesehen. Wir prüfen jetzt andere konkrete und praktische Schritte, um zu einer weiteren Verringerung des Risikos eines nuklearen Konflikts beizutragen. Ich habe vor, dies mit der Sowjetunion weiter zu verfolgen. Und es ist an der Zeit, noch weitergehende Schritte zu unternehmen, um das Risiko eines Krieges durch Zufall oder Missverständnisse auszuschalten. We shortly will approach the Soviet Union with proposals in such areas as notification of strategic exercises, of missile launches and expanded exchange of strategic forces data. Taken together, these steps would represent a qualitative improvement in the nuclear environment. They would help reduce the chances of misinterpretation in the case of exercises and test launches, and they would reduce the secrecy and ambiguity which surround military activity. We are considering additional measures as well. We will be making these proposals in good faith to the Soviet Union. We hope that their response to this Berlin initiative, so appropriate to a city that is acutely conscious of the costs and risks of war, will be positive. A united, resolute Western alliance stands ready to defend itself if necessary. But we are also ready to work with the Soviet bloc in peaceful cooperation if the leaders of the East are willing to respond in kind. Wir werden der Sowjetunion in Kürze Vorschläge unterbreiten auf solchen Gebieten wie der Bekanntgabe strategischer Übungen, dem Abschuss von Raketen und eines erweiterten Austausches von Daten über strategische Streitkräfte. Zusammengenommen würden diese Schritte eine qualitative Verbesserung im nuklearen Bereich darstellen. Sie würden ferner dazu beitragen, die Möglichkeiten der Fehlinterpretation im Falle von Übungen und Raketenprobeschüssen zu verringern. Und sie würden die Geheimhaltung und Zweideutigkeit verringern, mit denen militärische Tätigkeiten umgeben sind. Und wir erwägen noch weitere Maßnahmen. Wir werden diese Vorschläge der Sowjetunion in gutem Glauben unterbreiten. Wir hoffen, dass Ihre Antwort auf diese Berlin-Initiative, benannt nach einer Stadt, die sich der Kosten und Risiken des Krieges ganz besonders bewusst ist, positiv sein werden. Ein einiges, entschlossenes westliches Bündnis steht bereit, sich, wenn notwendig, zu verteidigen. Aber wir sind ebenso bereit, mit dem Sowjetblock friedlich zusammenzuarbeiten, solange die Führer des Ostens bereit sind, dasselbe zu tun. Let them remember the message of Schiller, that only he who has done his best for his own time has lived for all times. Let them join with us in our time to achieve a lasting peace and a better life for tomorrow's generations on both sides of that blighted wall. And let the Brandenburg Gate become a symbol not of two separate and hostile worlds, but an open door through which ideas, free ideas, and peaceful competition flourish. My final message is for the people of Berlin. Even before my first visit to your city, I felt a part of you, as all free men and women around the world do. We lived through the blockade and airlift with you. We witnessed the heroic reconstruction of a devastated city, and we watched the creation of your strong democratic institutions. Ich darf die andere Seite an die Worte Schillers erinnern. Denn wer den Besten seiner Zeit genug getan,
Der hat gelebt für alle Zeiten. Sie sollten sich uns heute anschließen in dem Bemühen um einen dauerhaften Frieden und ein besseres Leben für die Generationen von morgen auf beiden Seiten dieser öden Mauer. Und das Brandenburger Tor soll dann ein Symbol werden, nicht für zwei getrennte und feindliche Welten, sondern ein offenes Tor, durch das freie Ideen und friedlicher Wettbewerb passieren können. Abschließend möchte ich mich noch einmal an die Menschen von Berlin wenden. Schon bei meinem ersten Besuch in Ihrer Stadt habe ich mich Ihnen zugehörig gefühlt, wie alle freien Frauen und Männer in der Welt. Wir haben die Blockade und die Luftbrücke mit Ihnen durchgestanden. Wir haben den heroischen Wiederaufbau einer verwüsteten Stadt erlebt. Wir haben gesehen, wie Sie starke und demokratische Institutionen geschaffen haben. When I came here in 1978, I was deeply moved and proud of your success. What finer proof of what freedom can accomplish than the vibrant, prosperous island you've created in the midst of a hostile sea? Today, my reverence for your courage and accomplishment has grown even deeper. You are a constant inspiration for us all, for our hopes and ideals, and for the human qualities of courage, endurance, and faith that are the one secret weapon of the West no totalitarian regime can ever match. As long as Berlin exists, there can be no doubt about the hope for democracy. Yes, the hated wall still stands, but taller and stronger than that bleak barrier dividing East from West, free from oppressed, stands the character of the Berliners themselves. You have endured in your splendid city on the Spree, and my return visit has convinced me, in the words of the beloved old song, that Berlin bleibt doch Berlin. Berlin is still Berlin. We all remember John Kennedy's stirring words when he visited Berlin. I can only add that we in America and in the West are still Berliners too, and always will be. And I am proud to say today that it is good to be home again. Als ich im Jahr 1978 hierher kam, war ich tief bewegt und stolz auf Ihren Erfolg. Welchen besseren Beweis könnte es geben, was Freiheit vollbringen kann, als die pulsierende, blühende Insel, die Sie inmitten eines feindlichen Meeres geschaffen haben? Heute ist meine Bewunderung für Ihren Mut und Ihre Leistung noch größer geworden. Sie sind für uns alle eine ständige Inspiration für unsere Hoffnungen und Ideale, und für die menschlichen Eigenschaften des Mutes, der Standhaftigkeit und des Glaubens, die die einzige Geheimwaffe des Westens sind, denen kein totalitäres Regime je etwas Gleichwertiges entgegensetzen kann. Solange Berlin besteht, kann es keinen Zweifel an der Hoffnung für die Demokratie geben. Sicher. Die verhasste Mauer steht noch immer. Aber auf dieser Seite steht etwas, das diese trostlose Mauer überragt, die den Osten vom Westen und die Unterdrückten von den Freien trennt. Etwas, das stärker ist, nämlich der Charakter der Berliner. Sie haben in Ihrer großartigen Stadt an der Spree durchgehalten, und mein erneuter Besuch hat mich überzeugt, wie es in den Worten des beliebten alten Liedes heißt: Berlin bleibt doch Berlin. Wir alle erinnern uns an die bewegenden Worte John F. Kennedys, als er Berlin besuchte. Ich kann nur hinzufügen, dass wir in Amerika und im Westen noch immer Berliner sind und auch immer bleiben werden. Und ich sage dies mit Stolz: Es ist schön, heute sich wieder hier zu Hause zu fühlen.
God bless you. Dankeschön. Gott segne Sie alle und ich danke Ihnen.